So Leute, ihr habt es vielleicht mitbekommen, letzte Woche gab es eine Menge Druck aus der rechten Ecke. Das konnte man vor allem in den Kommentaren sehen, man hat die Spuren aber auch vor dem Video und während dem Video erkennen können und ein paar Leute haben sich dann bemüßigt gefühlt, mir gegenüber die AfD zu verteidigen. Und Leute, ich kann euch da nicht zustimmen. Ich weiß, die allermeisten von euch sind keine schlechten Leute, Mann. Ihr habt Angst. Weil man euch Angst gemacht hat. Und aus meiner eigenen Vergangenheit heraus weiß ich, dass jemand, der euch Angst machen muss, damit ihr bleibt, euch nicht verdient hat. Jemand, der euch Angst machen muss, hat euren Respekt nicht verdient. Jemand, der euch Angst machen muss, hat eure Liebe nicht verdient. Und ihr könnt jetzt dafür gerne Hate geben. Ich verstehe das, denn nach Angst kommt Hass. Das ist ganz normal. Ich will nur, dass ihr vielleicht in Betracht zieht, dass ihr ein bisschen die Möglichkeit aufmacht, dass euch jemand mit Absicht Angst machen möchte. Mehr nicht. Eins noch. Wie gesagt, es gab eine Menge Druck von aufrechten Deutschen letzte Woche. Und jeder, der jetzt hier auf Beef gehofft hat, den muss ich enttäuschen. So ein Kanal ist es hier nicht. Jeder, der irgendwelche Streitstatements und das haben will, sowas gibt's hier nicht. Ich beefe nicht, ich streite nicht online, ich mache keine Livestreams über andere YouTuber, ich mache keine klärenden TikTok-Calls und ich sitze auch nicht rum und läster mit meinen Freunden. Sowas gibt es hier nicht. Dieser Kanal hier soll aufklären über die Folgen von Kriminalität. Und ich benutze dafür mein Leben. Und es fällt mir schwer genug, alles andere gibt es hier nicht und wird es nicht geben. Deswegen, die Folge heute ist sehr schwierig für mich gewesen. Und jeder, der für die Geschichte da ist, der das sehen möchte, der mit mir gemeinsam da durchgehen möchte, herzlich willkommen. Wir fangen jetzt an und alle anderen bitte ich zu gehen. Danke, dass ihr das respektiert und jetzt auf geht's. Boom! Hallo Leute, mein Name ist Maximilian Pollux und das hier ist mein YouTube-Channel. Bam! Wir sind wieder da und letzte Woche haben wir mit einer extrem unangenehmen Storyline begonnen. Etwas, das ich eigentlich so nie erzählen wollte, weil es mir halt unangenehm ist. Und zu der Story kommen wir auch gleich. Vorher kurz, vielen Dank für das ganze liebe Feedback zu besonders der Dyatlov Pass Folge beim Podimo Podcast. Die ist jetzt zwar schon ein paar Wochen draußen, aber irgendwie scheint die auch die neuen Hörer besonders zu interessieren. Wir haben ja bis jetzt im Podimo Podcast eigentlich nur über die klassischen True Crime Themen geredet. Serienmörder, Psychopathen, Gangsterlegenden. Aber die aktuelle Staffel heißt Mystery. Und da habe ich zum ersten Mal auch über so gruselige Fälle geredet, die nicht unbedingt mit psychopathischen Mördern zu erklären sind. Und was soll ich sagen? Der Dyatlov Pass gehört zu den größten ungelösten Fällen und ich habe mir bei der Recherche sehr, sehr, sehr viel Mühe gegeben und ich würde sagen, das Ding ist jetzt gelöst. Also, wenn euch sowas interessiert, gönnt euch Podimo. Ich freue mich weiter auf Feedback, Anregungen, Ideen jeder Art. Leute haben übrigens gesagt, der Beste bisher war der Mythenmetzger. Meine Folge kannst du mit ihm aufnehmen und vielen Dank für dieses Feedback. In der letzten Folge habe ich angefangen, die Story zu erzählen, über die ich am allerwenigsten hier reden wollte. Und es ist eine der Taten, die mir im Nachhinein sehr nachhängt. Und ich wünschte, es wäre damals anders gelaufen, weil, sehr dunkle Stunde. Aber es ist, wie es ist. Ich weiß noch, wie ich in Stahlheim sitze und meiner Mutter schreibe, dass sie halt bitte nicht auf die Verhandlung kommen soll. Weil ich unter anderem nicht wollte, dass sie von dieser Tat hört. Also, bei einem meiner engsten Freunde, Castetti, ist eingebrochen worden. Und der Täter hat dort fette Beute gemacht. Über 50.000 Euro, eine scharfe Schusswaffe plus noch ein bisschen Zeug. Also nochmal ein paar hundert oder 1.000 Euro. Und Castetti war an dem Morgen beim Zahnarzt gewesen.
und jemand hat seine Fensterscheibe eingeworfen und sich Zugang zu seiner Wohnung verschafft. Als Drogendealer kann er jetzt schlecht zur Polizei gehen und so wendet er sich an moi. Bei meinen Ermittlungen, Kommissar Pollux, habe ich herausgefunden, dass der Einbrecher über Insiderwissen verfügt haben muss. Und das klingt jetzt sehr smart, aber ey, schaut euch einfach die letzte Folge an, das war jetzt kein Hexenwerk. Überhaupt in 99% der Fälle sind die Täter bei sowas Bekannte. Tatsächlich können wir den Kreis der Verdächtigen aber schnell weiter einengen und im Grunde bleibt eine Handvoll Leute übrig. Darunter ich selbst. Ich wusste, wo Castetti wohnt und dass er fleißig dealt. Außerdem Tommy, so sein Leibwächter und Fahrer, beziehungsweise wenn ich Leibwächter sage, meine ich das jetzt nicht so wie bei einem Kartellboss, sondern halt ein Dude, der so sehr, sehr häufig bei jemandem rumhängt. Selber aber keine Connections hat oder Kunden und so, auch nicht wirklich selber verkauft und halt einfach von dem profitiert, was Castetti tut. Solche Leute sind dann meistens auch ein bisschen fitter, bisschen Muskeln, bisschen Kampfsport, im besten Fall einen Führerschein und wenn was los ist, stehen sie halt neben dem Dealer. Und so ist der Dealer selber schon nie allein. Die meisten Leute haben ab einem bestimmten Niveau so jemanden um sich. Kein Läufer, auch nicht wirklich der Rücken, sondern eher so ein Gehilfe. Ein Igor. Igor, fahr den Wagen vor. Und das war in dem Fall Tommy. Der ist natürlich sofort verdächtig, denn er weiß auf jeden Fall, dass Castetti Cash zu Hause hat und auch wo es ungefähr versteckt ist. Aber Tommy fällt in diesem Fall aus. Er hat Castetti an diesem Morgen zum Zahnarzt gefahren und die freie Zeit dazwischen hätte nicht ausgereicht. Das ist gut. Mich können wir in dem Fall auch ausschließen, denn ich war es wirklich nicht. Ich bin auch mehr Räuber als Einbrecher, haben wir schon öfter gehabt. Also bleiben immer weniger Verdächtige. Und wir finden raus, dass der Täter wahrscheinlich gar nicht durch das eingeschlagene Fenster reingekommen ist, sondern schon zuvor die Balkontür aufgelassen hat. Also am Abend zuvor. Und das engt den Personenkreis weiter ein. Und schnell bleiben wir beim Typen hängen, den wir jetzt einfach mal den Russen nennen. Der Russe ist in Tomsk geboren und selbst ein kleiner Gangster. Er dealt und hängt mit zwielichtigen Typen aus der Nürnberger Drogenszene ab. Der Russe ist nicht ungefährlich. Das sind Russen nie. Einer seiner besten Freunde heißt Weed. Und da der Russe als Dieb in Verdacht kommt, habe ich angefangen, nach den Leuten um ihn rumsuchen zu lassen. Und jetzt kommt's. Einer meiner Kontakte wird genau am nächsten Tag von Weed angesprochen, ob er nicht ein paar tausend Pillen besorgen kann. Und das ist seltsam. Denn Weed war davor nicht bekannt, in so großen Mengen einzukaufen. Und genau dann, wenn Castetti bestohlen wird, jetzt plötzlich hast du Geld oder was? Für mich ist an der Stelle alles klar. Und nachdem ich Castetti von dieser neuen Entwicklung erzählt habe, ist er sich sicher, dass der Russe der Täter ist. Ich kenne den Russen nicht gut. Und deshalb frage ich Castetti nochmal, wie sicher bist du dir? Und er sagt 100%. Okay, dann holen wir dein Geld. Normalerweise hätte ich das für, was weiß ich, die Hälfte des Geldes allein gemacht. Dabei sagt man dann immer so, ja, für 30% kläre ich dir das. Und am Ende behältst du halt einfach die Hälfte. Aber Castetti war geizig. War schon immer geizig. Und er will den Job nicht abgeben. Er will den Russen selbst zur Rede stellen. Also bittet er mich nur mitzukommen. Und spätestens jetzt hätte ich mich rausziehen sollen. Das Ganze hat nichts mit mir zu tun. Ich wurde nicht bestohlen. Jetzt bekomme ich nicht mal mehr meinen Hack. Das Ding ist, alles was jetzt kommt, habe ich nicht wegen des Geldes gemacht. Ich habe es getan, weil Castetti mir auf der einen Seite leid getan hat und ein Freund war. Und ich nicht wollte, dass jemand meine Freunde bestiehlt. Zumindest habe ich mir das so eingeredet. Ich habe jahrelang behauptet, dass ich das alles nur für Castetti gemacht habe. Als Freundschaftsdienst. Und tatsächlich, ich habe kein Geld von ihm für meine Hilfe verlangt. Aber das ist trotzdem nur die halbe Wahrheit. Denn etwas, das ich damals nie zugegeben hätte, stimmt auch. Ich wollte bei sowas dabei sein. Ich wollte einen Namen bekommen, in Nürnberg und darüber hinaus. Ich habe in solchen Aktionen eine Chance gesehen, Angst und Schrecken zu verbreiten, damit mich Leute kennen und fürchten. Und das klingt super weird, weil
Ey, heute noch sehe ich friedlich aus. Stell dich ein 85 Kilo Kind mit Brille vor, das immer zu viel redet und ständig einen Magenkrämpfe hat. Ich bin ständig so gelaufen, weil ich solche Magen... Ich stand kurz vor meinem ersten Magengeschwür damals, das kam später. Ich habe kaum geschlafen und war 24 Stunden unterwegs. Und wenn ich eine Pause gemacht habe, dann habe ich mir so japanische Gangsterfilme angesehen und überlegt, was ich als nächstes anstellen kann. Ich war so unglaublich verloren. Und dieses 24-7 ständig am Hasseln, das ist Teil davon. Und auf jeden Fall ist die Wahrheit, dass ich das, was jetzt kommt, tun wollte. Ich wollte dabei sein, wenn dieses Geld zurückgeholt wird. Ich wollte etwas damit zu tun haben. Gut, rauszufinden, wo Weed sich auffällt, war nicht schwer. Der wollte Ecstasy kaufen. Und ich lasse ihn in dem Glauben so, dass er noch heute Antwort bekommt, einfach warten soll. Dann rufe ich noch zwei Leute an, denen ich vertraue. Ich wollte Kong nicht Bescheid sagen, weil der will einen fetten Anteil haben, wenn er hört, dass es um so viel Geld geht. Stattdessen nehme ich den Griechen mit. Ein Wort zum Griechen. Der Grieche ist mittlerweile verrückt geworden. Also nicht so crazy, sondern wirklich verrückt. Und wir kennen uns seit wir 13 oder 14 sind. Und ich erinnere mich wie schon damals. Der war damals schon irre, aber jetzt ist er unangenehm verrückt. Ich weiß noch, als wir 13, 14 waren, wollte er einmal seinen Vater so von außen so seine Zimmertür so aufbrechen, wollte rein. Er war halt sauer auf seinen Sohn und hat so bam, 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 mal gegen die Tür gehämmert und dann hat der Grieche die Tür aufgesperrt und in dem Moment, wo sein Vater so den Kopf so reinstreckt und so schaut, was los ist, hat er von innen gegen die Tür getreten. Und sein Vater hat diese Tür an der Schläfe abbekommen und ist so halb ohnmächtig und kann sich aber aufrappeln und an dem Tag hat er seinen Sohn nicht verprügelt, sondern er ist abgezogen wie ein verletztes Tier. Von so einem Menschen reden wir, der also als 14-Jähriger sein Vater eine Tür gegen den Kopf tritt. So. Später hat der Grieche dann an einem Wochenende einen ganzen Bogen Jubiläumshoffmänner gegessen. Und das sind Pappen, also LSD-Trips. Und so ein Bogen, ne, die waren schon so ein bisschen länglich, das waren so, ich glaube, es waren nicht 100, ich glaube, es waren 120 Trips. Die hat er alle alleine gefuttert in 48 Stunden. Und der blieb hart hängen und er wurde nie wieder derselbe. Und nach allem, was wir gemeinsam erlebt und überlebt haben, habe ich ihn schließlich an Acid verloren. Kurz darauf hat er einen Typen, von dem er dachte, das wäre ein Verräter, gezwungen, einen Blumenkübel voll Erde zu essen. Der hat ihm noch eine Banane ins Ohr geschoben. Die haben nicht mehr rausgekriegt. Der hat so viel Banane dem Mann ins Ohr gedrückt, dass er halt behindert war danach. Dafür hat es ein paar Jahre Knast gegeben. Es war aber später. Zu dem Zeitpunkt, an dem wir jetzt sind, ist der Grieche noch stabil. Er ist sogar der Fahrer an dem Tag. Und jeder, der diesen Mann kennt, der ihn jetzt kennt, könnt ihr euch vorstellen, dass er mal einen Führerschein hatte und einen nicen BMW? Wahnsinn, Mann. Jetzt läuft er durch die Stadt und redet mit Mülleimern. Und denkt, es sind Geister. Super gruselig. Außer dem Griechen ist noch Luigi dabei. Den kennt ihr schon. Luigi ist der Junge, wegen dem ich eigentlich den Haftbefehl bekommen habe. Der, dessen Freundin Kong und ich aus der Wohnung damals befreien wollten. Erinnert ihr euch? Also der Junge, der kleine Junge. Und Kong hat damals hier mit dem Messer zugestochen. Luigi ist später nach Straubing gekommen, weil er wieder eine Strafe bekommen hat. Und das, nachdem er erst ein paar Jahre in Ebrach gesessen hat, es hat mir damals schon leid getan, heute reden wir nicht mehr, weil er nach seiner Entlassung mich eigentlich sehr enttäuscht hat. Ich bin heute nicht mehr böse auf ihn. Eigentlich bin ich nur sauer auf mich und es tut mir leid, dass wir nicht mehr reden. Also egal, wo du bist, ich hoffe, dir geht's gut. Naja, Luigi war kein Kämpfer, aber der schuldete mir was, weil ich habe ihm immer geholfen. Und ich wollte, dass er so sich ein bisschen, man sagt, gerade machen, dass er sich gerade macht. Und dass er ein bisschen Übung in solchen Dingen bekommt. Weil in Wohnungen oder Häuser zu gehen und dort Dealer oder andere Banditen zu überfallen, ist nicht einfach. Was glaubt ihr, warum die Polizei sowas den ganzen Tag übt, Mann? Warum gibt's die Sex? Warum gibt's die GSG 9? Sowas kann schnell schief gehen. Ich wollte also, dass Luigi übt. Und ey, eine Sache auch noch, vergesst nicht. Ich war damals zu 100% sicher, dass der Russe eine scharfe Knarre hat. Dass er uns damit erschießt, wenn wir nicht in unnachgiebiger Härte auftreten. Zu guter Letzt kommen Casteti,
Schließlich ist das Ganze seine verdammte Schuld, weil er nicht auf seine Sachen aufpassen kann. Und sein Hund Tommy, der ist auch mit von der Partie. Also, 5 Leute. Und ich wünschte so sehr, ich hätte auf die Älteren gehört, die mir klar gesagt haben, Castetti soll auf das Geld verzichten. Er soll umziehen, reinhasseln, seinen Freundeskreis ausdünnen und die Füße stillhalten und Geld verdienen. Das wäre viel besser gewesen. Aber ich war dumm. Wir sitzen also zu 5 im Auto. Wir fahren in eine Wohnung in der Nürnberg-Langwasser. Und Castetti und Tommy legen sich eine Line auf, ne? Was weiß ich. Sagen wir auf eine Mystical No Limit Records CD-Hülle. Und Luigi schnauzt sich auch noch ein Näschen. Und wir parken den Wagen einen Block weiter ums Eck und gehen zu Fuß zum Haus. Es ist Dezember, es ist eiskalt, auf dem Boden liegt Schnee, ich höre, wie er knirscht unter unseren Schritten. Die Haustür ist offen. Wenn ihr in einem Mehrparteienhaus wohnt, sorgt immer dafür, dass diese Haustür unten geschlossen ist. Das ist so ein Minimalschutz. Und in solchen Situationen kommt es manchmal auf die kleinen Dinge an. Ich hasse das. Hier ist die Tür spinnt jetzt hier auch schon wieder. Das nervt mich so sehr. Wir laufen also rein. Du bist nämlich heute hier reingekommen, ohne das, weil offenbar, ja, ich hasse das. Wir laufen rein, gehen bis zum 2. Stock und ich lausche so ein bisschen an der Tür. Vergess nicht, der Dieb hat außer dem Geld auch eine Knarre und Munition. Ich spüre, Adrenalin kommt, Mund fängt an, dieses komischen metallischen Geschmack zu bekommen. Alles wird ganz klar. Der Grieche und Luigi ziehen übrigens FFP2-Masken. Die Dinger haben wir schon lange vor Corona für genau sowas benutzt. Malermasken, haben wir immer gesagt. Dazu Kapuzenpulli, Gartenhandschuhe. Ich habe weder Handschuhe noch Maske an dem Tag. Der Russe kennt mich. Weed kennt mich. Und so oder so soll ja jeder wissen, dass ich heute hier bin. Auch Castetti und Tommy sind nicht maskiert. Doch, warum auch? In meinem Kopf begehen wir hier keine Straftat zu dem Zeitpunkt. Ich hole gestohlenes Eigentum zurück und ich habe sehr lange gebraucht, um darin etwas Schlechtes zu sehen. Ich habe mich auch immer schwer damit getan, als ich schon mit Jugendlichen gearbeitet habe, wenn die mich gefragt haben, ja, der hat mein Handy gerippt, bla bla bla. Warum geht sowas nicht? Sowohl strafrechtlich als auch moralisch. Wieso kann man das nicht selbst klären? Wieso darf ich meine eigenen Sachen oder Geld, das mir jemand schuldet, nicht selbst eintreiben. Wie kann das verboten sein? Es hängt ganz einfach damit zusammen. Eine Sache. Wir als Gesellschaft haben dem Staat das Gewaltmonopol eingeräumt. Wir haben uns entschieden, sowas in die Hände des Staates zu legen. Und die Gründe dafür sind eigentlich recht einfach zu verstehen. Nehmen wir mal das Erste. Nicht jeder kann 5 gewaltbereite Irre zusammentrommeln und sich so sein gefühltes Recht verschaffen. Was tun denn alte, schwache, einsame, benachteiligte Menschen? Wie sollen die denn dann zu ihrem Recht kommen? Weiter. Dadurch, dass man sich selber nicht mehr um sowas kümmern darf, hat etwas aufgehört, das der Menschheit jahrtausende lang geschadet hat. Die Blutfehde. Das gute alte Auge um Auge, Zahn um Zahn aus der Bibel, das führt nämlich dazu, dass Fäden entstehen, in deren Verlauf viele Menschen verletzt werden und sterben. Und dadurch wird so unendlich viel Potenzial vernichtet. Auge um Auge führt dazu, dass am Ende alle blind sind. Und ich verstehe das. Ich hielt aber damals nichts vom Rechtsstaat. Und ich fand, dass unsere Art, Dinge zu lösen, besser ist. Mann, schon Karl Marx hat gesagt, das Faustrecht ist auch eine Form des Rechts. Aber wenn wir ehrlich sind, ist es im Grunde nur das Recht des Stärkeren. Und wir können jetzt ewig darüber diskutieren, ob der Rechtsstaat nicht auch wieder nur eine Fortführung vom Alten des Rechts des Stärkeren ist. Klar ist, dass man ein an einem selbst verübtes Unrecht nicht selbst sühnen soll. Strafrechtlich. Moralisch gesehen ist es sogar noch ein bisschen schwieriger zu erklären. Und ich habe in Jugendknästen auch immer schon diese Geschichte erzählt, um zu zeigen, warum man sowas nicht macht. Denn ihr werdet jetzt hören, wie das hier heute eskaliert und wie es schief geht. Also, ich lausche an der Tür. Ich höre Stimmen. Es sind mehrere Leute in der Wohnung. Ich kann nicht sagen, wie viele. Und eigentlich hätten wir nochmal abbrechen müssen. Zu viele Leute. Aber Castetti ist drauf. Das Koks macht ihn stark und unnachgiebig. Und ich sehe, dass er einen fetten silbernen Schlagring über seine rechte Faust gezogen hat.
Er riecht sein Geld hinter dieser Tür. Er will die Tür eintreten und ich halte ihn so auf. Ich so, hey, puh. Und ich lege die Hand auf den Türspion. Und ich klingel. Nach einigen Augenblicken hört man unten den Türsummer. Und im selben Moment wird die Tür geöffnet. Grober Fehler. Ich drücke die Tür auf und ich sehe Weed. Er ist es. Ich schaue auf seine Hände und betrete die Wohnung. Er glotzt schockiert zurück, aber er versteht. Er hebt so die Hände, sie sind leer. Ich lasse ihn stehen, wir müssen den Russen finden. Irgendwo in dieser Wohnung ist eine scharfe Knarre. Er wird uns alle erschießen. Da ist er ja. Der Russe taucht so im Türrahmen zum Wohnzimmer auf und ohne eine Sekunde zu überlegen, schreit Castete ihn an. Wo ist mein Geld, du Drecksau? Und der Russe, er tut überrascht, Mann, als er uns so zu fünf sieht. Er so, seine Augen treffen kurz meine und er bemerkt den maskierten Griechen, er sieht Luigi und er fängt sich schnell wieder und er antwortet, hey, was schreist du hier rum, Blatt? Und an der Stelle zieht Castete mit dem Schlagring durch. Er trifft den Russen seitlich am Jochbein, so einmal. Das Geräusch, mit dem der Stahl auf Haut und Knochen trifft, ist extrem unangenehm. Und der Russe will sich so ducken und Castete schickt nochmal eine Gerade hinterher, so. Zweimal, tuck. Diesmal trifft er ihn hier oben an der Stirn. Das klingt, als bricht sein Schädel. Wenn ich vorher noch nicht ganz überzeugt war, ob wir heute den Dieb finden und ob wir Castetis Geld bekommen, bin ich jetzt vollkommen sicher. Der Russe und Castete sind Homies, Mann. Warum sollte jemand seinen Freund den Schädel einschlagen, wenn er nicht 100% sicher ist, dass es sich um den Täter handelt? Ich habe zuvor schon mal gesehen, was Schlagringe mit menschlichen Gesichtern anrichten. Das ist verheerend. Ey, wenn ihr so ein Ding habt, schmeißt es in den nächsten Fluss, Mann. Bitte. Das ist eine reine Angriffswaffe und die sind zu Recht in Deutschland verboten. Und wenn ich beschreiben müsste, was ich in diesem Moment über den Schlagring als Waffe gedacht habe. Okay, so einen Schlag kann man nie wieder zurücknehmen. Komischer Gedanke. Das macht jetzt vielleicht keinen Sinn, aber wer das schon mal erlebt hat, der weiß vielleicht, was ich meine. Es ist ähnlich, wie wenn jemand von vorn perfekt getroffen wird und der dann so nach hinten umfällt und man hört, wie der Hinterkopf auf Beton klatscht. So. Da hat man auch so dieses Gefühl, so, boah, fuck, das kann man nicht mehr rückgängig machen. Das fühlt sich so unwiderruflich an. Und Castete ist kein Boxer. Mann, deswegen hat er zwei denkbar schlechte Stellen getroffen. Ich habe mein Jochbein schon gebrochen gehabt. Das hier. Und da geht man nicht K.O. Auf der Stirn auch nicht. Aber Castete ist zu der Zeit, ist Bodybuilder so, über 100 Kilo schwer und der Schlagring hat das Gesicht des Russen ruiniert, Mann. An beiden Stellen zeigen sich circa so 1,5-2 Zentimeter lange Cuts. Das Blut fließt erstmal nicht, aber im nächsten Moment kommen zwei riesige, fette Beulen, so kranke Hubbel, und dann fließt das Blut. Ich habe noch nie so schnell Beulen entstehen sehen. So, wup. Der Russe stöhnt, so die anderen Zeugen schreien. Ich pack mir Weed, Mann, schieb ihn auch ins Wohnzimmer. So, wir stehen jetzt alle im Wohnzimmer. Und außer Weed ist noch ein Mädchen ist am Start und noch ein anderer Dude. Alle sind so schockiert, gucken. Castete schnaubt und pustet. Schau, zu was du mich zwingst. Schau, was du tust. Schau, was du tust. Gib mein Geld. Der Russe hält sich so das Gesicht, flucht irgendwas in seiner Sprache. Und so geht es jetzt kurz hin und her. Und ich schaue währenddessen in der Wohnung nach, ob ich noch jemanden finde. Die Leute vergessen es oft. Ihr müsst deine Wohnung eigentlich immer sichern. Und ich will, Alter, wie ekelhaft. Ich will eigentlich nicht in meinen Kopf reingehen. Aber ich habe mich erinnert, was ich mir in dem Moment gedacht habe. Also verzeiht mir das alles, ich nehme euch jetzt mit in den Kopf meines sehr kranken Jungen. Und ich war damals 19, das ist über 20 Jahre her. Und ich kann euch nur bitten zu sehen, was ich jetzt bin und nicht, was ich damals war. Weil ich mache so die Tür, ich habe die Tür zum Bad, der Küche, zum Schlafzimmer, ich schaue überall schnell rein und mir gedacht, so mal sehen, ob wir schon, das habe ich mir gedacht, ich habe mir gedacht, mal sehen, ob wir schon alle kleinen Schweinchen haben. Und überall gucke ich kurz so in die Schubladen und in die Schränke, so ganz schnell nur. Und aus dem Bad nehme ich ein Handtuch mit, das ich dem Russen so gebe.
als ich wieder im Wohnzimmer bin. Ich so, boah, Mann, drück das da, drück mal hin, das sieht gar nicht gut aus. Und dann schalte ich mich ein, so. Gibst du uns das Geld jetzt? Also, was für scheiß Geld, blablabla. Und der Russe tat, als wisse er nicht, worum es geht. Und ich glaube ihm kein Wort. Ich weiß, er hat das Geld. Ich würde in seiner Situation genau das tun, was er tut. Wütend werden, ausflippen, rumbrüllen. Ach, mein Schweinchen. Wer schreit, dem glaubt man nicht. Und der Russe schreit weiter. Was denkt ihr, wer ihr seid? Was fällt euch ein? Ich bringe euch um, bla 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 bla. Weißt du, was wir jetzt machen, Mann? Wir gehen rüber in das andere Zimmer. Nur du und Castetti und ich. Und wir besprechen das alles in Ruhe, Mann. Der Rest bleibt hier. Es ist okay. Sind alle einverstanden. Das Mädchen protestiert so. Sie will gehen. Ich sage, hey, es dauert nicht lang. Gib uns ein bisschen Zeit, damit wir das hier klären können. Dann kannst du gehen. Du siehst doch, das ist eine verzwickte Situation. Schau mal, ihr blutet schon. Und wisst ihr, dass alles so wie in einem Film klingt. Was soll ich sagen? Ich habe in meinem Leben Konversationen erlebt, die 1:1 aus Tarantino-Filmen kommen können. Und ich weiß nicht mal, ob Filme die Realität kopiert haben oder ob die Realität Filme kopiert. Weil irgendwie hat jede Generation Gangster sich so verhalten wie die Leinwandgangster ihrer Zeit, Mann. Capone war wie James Cagney, Mann, Marine war wie Alain Delon, Miami Coke-Stealer waren wie Scarface und in den 90ern wollte jeder wie Marcellus Wallace daherkommen oder wie Vincent Vega. Alles spiegelt sich. Und der Russe willigt ein und kommt schließlich aus freien Stücken mit ins Nebenzimmer. Tommy, der Grieche, Luigi passen auf die anderen auf. Und beim Gehen sage ich noch, hey, tut niemandem was, ne? Alles ist in Ordnung, wir sind alle cool. Die Jungs stimmen zu. Drüben im Zimmer, ich komme auch rein, beginnt schon gleich so Wortgefecht zwischen Castetti und dem Russen. Die beiden beleidigen sich gegenseitig, der Russe streitet alles ab. Zu dem Zeitpunkt kann er seine Hände noch frei bewegen. Und ich habe vergessen, dass ich die ganze Zeit schon vor der Tür ein sehr, sehr scharfes, schmales Messer in der Hand habe. Die ganze Zeit. Die Zeugen sagen später so, ja, dass es eine Heckenschere oder sowas war. Das ist nicht wahr. Das ist dieses Messer. Außerdem habe ich einen Hammer, eine Zange, eine zweite Zange und Kabelbinder. Die kann ich live zeigen. Das sind eigentlich die hier. Also die in irgendeiner Form. Na, es gibt auch noch eine Nummer größer, aber die gehen eigentlich schon. Für die Hände würde ich dem jetzt nicht unbedingt trauen, aber für Atemreduktion kannst du die Dinger nehmen. Dafür brauchst du dann aber auch die Zange, denn wenn du nicht vorsichtig bist, wird jemand sterben. Der Russe weiß nichts von den Werkzeugen, weiß nichts von den Kabelbindern, aber er schaut immer wieder auf das Messer. Und ich beobachte ihn, ich habe das nur so an der Seite. Und ich beobachte ihn, ich von etwas abseits, ich stehe, ich versuche zu sehen, wohin seine Augen sich bewegen. Weil ihr würdet nicht glauben, wie oft Menschen in solchen Situationen dorthin sehen, wo die Dinge versteckt sind, nach denen ihr gerade fragt. Und wo ist das Geld? Ist es hier irgendwo? Nein. Und die Augen wandern nach rechts. Und das passiert wirklich. Und in dem Fall müssen wir sehr, sehr vorsichtig sein, denn der Verdächtige ist bereits verletzt, ihm brummt der Schädel und irgendwo hier ist eine scharfe Waffe. Sie könnte in diesem Zimmer sein, er könnte uns alle umbringen. Solange er glaubt, dass er uns noch davon überzeugen kann, dass er nicht der Dieb ist, wird er das nicht versuchen. Aber wenn er erstmal versteht, dass es keinen Ausweg gibt, dann wird er bis zum Äußersten gehen. Und der Russe ist ein gefährlicher Mann. Und auch alle, die Mitleid mit ihm jetzt gerade haben, ich fühle das heute, ich fühle das so sehr, aber diese Leute waren alle im selben Game. Er hätte das Gleiche mit mir versucht. Das ist kein unbescholtener Bürger. Wir waren alle Gangster. Und der Russe schaut so auf das Messer in meiner Hand und ich wollte ihm nicht drohen mit dem Messer, so, weil ich weiß, ich kenne Menschen wie ihn. Ich weiß, wenn er das Messer sieht, dann wird er wütend. Und deswegen habe ich sowas eigentlich sehr unauffällig versucht zu halten. Und aber der Russe schaut auf das Messer in meiner Hand und danach direkt in meine Augen und es kommt, was kommen musste. Und was willst du überhaupt, Pideras Blatt? Denkst du, bist der Allercoolste, ja? Ich schneid deinen Kopf, du wirst sehen. Und schreit mich, schimpft mich und dreht sich wieder um zu Castetti und schreit so, denkt ihr, ich habe Angst oder was? Denkt ihr? Und in dem Moment komme ich von hinten, zack, schnapp ihn von hinten am Hals und wickel den Arm richtig um seinen Hals rum, drück ihn gleichzeitig mit der rechten das Messer hierhin und steckst ihm halt nicht so ab.
wenn Leute keine Gewalterfahrung haben, wenn Leute sowas nicht, also es sieht, man denkt, was ist das für ein Monster? In Wirklichkeit, ich drücke es hin, es ist halb absichtlich durch Stahl gleitet durch die Ohrmuschel wie nichts, Mann. Und dann hast du halt die Situation, dass du es eigentlich hier so das Messer drin hast und ihn halt am Ohr hast. Ihr werdet überrascht, wie leicht Metall durch Menschen geht. Mann, wir sind unglaublich weich. Fleisch, Knorpel, Organe. Messer ist perfekt für sowas. Die Klinge ist schmal. Mit der Spitze drücke ich jetzt seitlich gegen seinen Kopf so. Ich habe ihn so und drücke mit der Spitze durch den Kopf und schreie halt. Oder halt, ich habe nicht geschrien, aber halt schon nachdrücklich so, hörst du jetzt richtig zu. Übrigens, der Russe heißt André. Ich glaube, es ist Zeit, dass dieser Mann einen Namen bekommt. Er ist ein Mensch. Er hat einen Namen und er blutet. Okay, André, ich weiß, du hast das Geld und nach allem, was bereits passiert ist, gehe ich nicht ohne dieses Geld. Du wirst das Geld, das du gestohlen hast, heute wieder verlieren, das ist sicher. Wenn es nicht hier in der Wohnung ist, wirst du einen deiner Freunde mit einem meiner Freunde losschicken und es holen. Und in dem Moment, in dem ich das Geld habe, gehe ich. Also, wo ist das Geld? Und bevor du antwortest, ich will auch die Waffe. Und wir stehen so nah aneinander, dass ich ihn riechen kann. In solchen Situationen, also gerade ist es wichtig, dass man den Körperkontakt hält. Es darf kein Papier zwischen einem sein. Man muss ganz, ganz nah sein. Im Grunde ist es eine Art richtig ekelhafter Rear-Naked-Choke. Man muss nah sein, weil sonst dreht er sich raus. Und ob der dabei sein Ohr verliert oder nicht, er kann trotzdem kämpfen. André atmet schwer. Klopft mit der Klinge. Hast du mich verstanden? Ja, aber ich hab das Scheißgeld nicht. Und das ist die falsche Antwort. Und ich wusste schon zuvor, dass er das sagt. Wie gesagt, ich habe solche Dinge schon erlebt. Ich hätte genau das Gleiche gesagt. Niemals, niemals in meinem Kopf damals, niemals würde ich 50.000 Euro wieder hergeben. Casteti, nimm die Kabelbinder aus meiner Jacke und André, streck deine Hände nach vorne. Und was jetzt als nächstes kommt, ist wirklich, wirklich unschön und ich werde auch hier nicht darüber reden. Und das Ding ist, für jeden normalen Menschen ist das alles einfach nur schrecklich. Für mich war es Mittwoch. Klar, es ging um viel Geld und André war auch kein gewöhnlicher Dieb oder Schuldner. Er war richtig, richtig tough, Mann. Ich habe so viel Respekt vor diesem Mann. Das hier sind ein paar Passagen aus dem Urteil. Auf jeden Fall hat er auch weiter verneint, dass er das Geld hat. Und einmal kommt Tommy irgendwie kurz rein und der schaut Casteti so an, so durch die Tür so, und er so, wow, Bro, ey, wenn er das Geld hätte, der hätte es doch schon hergegeben. Vielleicht irrt ihr euch. Casteti sagt ihm, dass er sich verpissen soll. André sagt, ich bringe euch alle um. Und ich sag, wer sagt, dass du das heute überlebst? Und so geht es hin und her und hin und her. Und irgendwann sind wir an dem Punkt, auch Weed wurde kurz befragt, nicht streng, aber kurz befragt. Er kann glaubhaft ein Alibi präsentieren. Er erklärt auch, die Ecstasy, die er bestellt hat, sind nicht für André, sondern für einen anderen Kunden. Wir sind an dem Punkt, an dem sich Casteti entscheiden muss, wie es weitergeht. Ich bin ganz ehrlich, ich glaube zu dem Zeitpunkt immer noch, der Russe, also André, hat das Geld. Aber plötzlich sagt Casteti, wir gehen. Ich so, ah, krass, mal wohin, dann willst du ihn mitnehmen. So, für einen Moment glaube ich, Casteti will André töten lassen. Heftig. Und Casteti sagt, nein, wir gehen ohne ihn und ohne das Geld. Ich sage, alles, spinnst du jetzt? Und er sagt, nein, ich bin mir nicht mehr sicher. Und in diesem Moment bricht meine Welt zusammen, Mann. Ich bin hier heute hergebracht worden und habe getan, was ich getan habe. Weil einer meiner besten Freunde hundertprozentig sicher ist, dass wir das Richtige tun. Ich habe Casteti vertraut. Ich habe versucht, ihm zu helfen. Und jetzt das. Also ich brauche Luft. So. Das Fenster muss aber zubleiben. Ein offenes Fenster lädt Menschen in solchen Situationen ein, da rauszuspringen. Und ich gehe kurz in den Nebenraum. Ich gehe ins Wohnzimmer. Ich mache das Fenster auf. Ich atme, einfach atmen. Und Weed schaut mich an, so, hey,
deine Jungs haben unsere Geldbeutel gestohlen, Mann. Ich schaue den Griechen an, ich schaue Luigi an, ich sage, bitte, bitte, gib ihnen einfach ihr Zeug zurück, Mann, wir gehen jetzt. Und alle sind so durcheinander, so ein bisschen so, was war das jetzt, komische Nummer und so. Nur Tommy scheint erleichtert. Und bevor wir die Wohnung verlassen, ja, befreie ich André von den Kabelbindern. Und ich gehe ganz nah hin und ich flüster so. Du, ich mach dich jetzt los und dann gehe ich. Und das war nichts Persönliches. Wenn du Rache willst, dann ist der der, an den du dich wenden sollst. Und ich zeige auf Castetti, der steht so da, tritt so wie ein fetter Elefant von einem Fuß auf den anderen, Alter, wie ein Schuljunge. Ey, ich habe das nur getan. Ich habe nur getan, was jeder gute Freund für einen guten Freund tun würde. Okay? Pass schon nach, sagt er. Also, er beleidigt mich. Okay, dann sehen wir uns, wenn du aus dem Krankenhaus wieder raus bist. Also, es war klar. Und es war klar, was als nächstes alles noch kommt. Und im Treppenhaus beeile ich mich so. Ich laufe und ich gehe. Ich renne schon fast, weil ich damit rechne, dass Schüsse fallen. Ich denke mir, jetzt rennt er ins Bad, holt die Knarre und erschießt uns alle. Erst als ich ums Eck bin, fühle ich mich sicher so. Aber ich bin so wütend auf Castetti, Mann. Wir haben komplett versagt. Wir haben unser Karma verkackt. Wir haben Blut vergossen. Wir haben uns einen ewigen Feind geschaffen. Und Castetti plappert die ganze Zeit vor sich hin so, ich höre, wer oder wie oder was, ich höre ihn, aber meine Gedanken rasen so schnell und so laut durch meinen Kopf, dass ich nicht verstehe, was er sagt. Und dann sind wir beim Auto und ich weiß noch, das werde ich nie vergessen, vor dem Auto gehe ich so in die Hocke und ich blicke so auf meine Hände, Mann, die sind voll Blut. Und ich versuche sie so mit Schnee abzuwaschen, aber es ist überall, Mann, unter den Nägeln, im Nagelbett, in den kleinen Rillen, die unsere Fingerabdrücke bilden. So, ich reibe meine Hände so lang mit dem weißen Schnee ein, bis ich wieder vernünftige Luft bekomme. Okay, wir fahren. Im Auto direkt Streit. Der Grieche schreit Castetti an, der Grieche Fahrersitz, ich Beifahrersitz, Castetti hinter ihm. Er schreit so nach hinten, so bla bla bla. Hinter mir sitzt Luigi und Tommy sitzt in der Mitte. Hinten. Und Castetti legt sich ein paar Lines schon wieder, CD-Hülle, vielleicht eine Street Military CD diesmal, ja? Don't give a damn. Und Luigi schaut in der Zeit so eine Reihe Playstation-Spiele durch. Und ich sehe das so und ich so, ey, Alter, wo hast du die her? Er schaut so zum Griechen, zum Fahrer so nach vorne, so, ey, der tut so, als würde er nichts mitkriegen, so. Er so, ey, ich hab, Mann, die lagen da rum, wir mussten ewig warten. Also, haben doch die Leute dort beklaut. Ich habe gesagt, wir nehmen es mit, Mann. So, ich kann einfach nicht mehr. Ich kann heute euch alle nichts mehr tragen. Und wenn ihr schon mal eine Tat begangen habt, von der ihr direkt wusstet, dass es ein Fehler war, dann könnt ihr euch vorstellen, wie ich mich gefühlt habe. So. Immer noch viel besser, als André sich gefühlt hat, aber auch nicht gut. Und das alles zu einer Zeit, Mann, wisst ihr, mit sowas schaffst du dir lebenslange Feinde. Du hast Unschuldige bestohlen, du hast das Zeug nicht gefunden. Die Rache, die dieser Mann an uns üben werden wird, darüber werden wir uns die nächsten Wochen, vielleicht Monate Gedanken machen müssen. Die Stimmung im Auto ist super gestresst, auch ich werde jetzt laut, ey Castetti, Mann. Wenn er das Geld jetzt doch nicht hat, wer kann es gewesen sein? Längere Pause. Außer ihm eigentlich nur Tommy. Und der Grieche bremst den Wagen so, und vier Köpfe drehen sich auf einmal zu Tommy um. Und der macht so das erschrockenste Gesicht, das ihr euch so vorstellen könnt. Er sitzt so in der Mitte. So, ich meine, er hat gerade gesehen, wie der letzte Verdächtige durch den Fleischwolf gedreht wurde. Und so in dem Moment zieht sein Leben an ihm vorbei. Und so in meiner Hand schon, ich lang schon wieder so Richtung Messer. Aber dann Castetti so, nein, Mann, das kann nicht sein. Er war bei mir, Mann, das ist doch Tommy. Und der kann es nicht gewesen sein und so. Verdammt. Okay, wir machen Schluss für heute. Wir fahren, ich glaube, Castetti haben wir noch nach Hause gefahren. Luigi einfach rausgeschmissen. Der Grieche und ich bleiben zusammen. Wir rauchen einen Joint am Kanal und fahren dann wieder an Weeds Wohnung vorbei. Wir schauen, sind dort die Cops irgendwie, ist alles wie vorher, ist irgendwas anders. Dann fahren wir zu Andres echter Adresse, weil die hatte mir während dem Verhör gegeben. Das war so eine von den Fragen. Okay, Bro, du hast das Geld nicht, aber sag mal, wo du wohnst. Und um zu gucken, fahre ich halt an die Adresse. Und siehe da, die erste Lüge.
Er wohnt gar nicht dort, wo er gesagt hat. Und das ist nämlich dann immer so. Die Leute, man denkt so, ah, in so einer Situation würde der andere doch nicht lügen. Lügt trotzdem. Und aus Gewohnheit checke ich jetzt die Hausnummern davor und danach und tatsächlich finde ich seinen Nachnamen auf dem Klingelschild. Er hat einfach eine Zahl zu viel gesagt. Aus Blablabla Straße 13 hat er halt Blablabla Straße 12 gemacht. Und Leute machen sowas. Ich habe das selber auch schon bei den Cops mal gemacht, aber wenn man schon lügt, dann sagt doch was komplett anderes. Ich glaube irgendwie, man denkt, man klingt glaubwürdiger, weil man so nah bei der Wahrheit bleibt. In dem Fall war das ein Fehler, weil jetzt weiß ich, wo du wirklich wohnst. Wir bleiben den restlichen Abend in der Straße stehen, sitzen einfach im Auto und behalten halt seine Haustür im Auge so. Und irgendwann verlässt ein Mädchen das Gebäude, das eine sehr große Ähnlichkeit mit ihm hat, Jackpot, weil das ist seine Schwester. Das ist gut zu wissen. Und jetzt bin ich sicher, okay, sie ist auf dem Weg ins Krankenhaus. So, keine Polizei bis jetzt, aber ein Mann natürlich verletzt. 3 Tage danach bekomme ich einen Anruf, dass mich jemand sucht. Ein paar Russen. Einer davon mit einer kleinen Handaxt. Und die sind bei einem Bekannten von mir eingelaufen, um nach meiner Adresse sich zu erkundigen. Er wusste sie nicht, aber die Methoden waren recht ähnlich wie unsere. Und das will ich nochmal betonen an der Stelle. Ich will mich nicht rausreden. Ich will meine Rolle nicht kleiner machen oder freundlicher oder mich rechtfertigen. Ich will nur sagen, das war eine gefährliche Szene mit vielen Leuten, die sehr gewalttätig sind. Und das ist heute auch nicht anders. Deswegen, es wird Zeit, dass wir zum Beispiel Cannabis endlich legalisieren und die normalen Cannabiskonsumenten sich nicht mehr aus Versehen mit solchen Leuten rumschlagen müssen. André hat später am Abend sogar in Fürth am Rathaus rumgelungert, wollte mir auflauern. Versteht ihr? Da habe ich den Salat. Und ich besorge mir halt seine Telefonnummer, gehe zu einer Telefonzelle, rufe ihn an und so. Ich so, ey, ich bin's. Ich weiß, du bist sauer, aber bei mir bist du falsch. Der echte Adressat deiner Wut ist Castetti. Du hast deine Adresse. Er hat mir gesagt, du bist der Dieb, ich soll das Geld besorgen. Wende dich an ihn, klärt es untereinander. Seine Antwort kann man hier gar nicht wiedergeben. Im Grunde hat er gesagt, dass er mich, meine Freundin und meinen Hund umbringen wird. Nur nicht in so freundlichen Worten. Der hat so gebrüllt, dass ich auflegen musste. Das Schlimmste, zu der Zeit wusste ich bereits, dass André, der Russe, nicht unser Einbrecher war. Alles, was an diesem Tag passiert ist, hat einen Unschuldigen erwischt. Klar, André war Gangster, aber an dem Einbruch war er nicht beteiligt. Alles, was wir getan haben, war vollkommen unnötig. Und der Streit hat mich noch eine Menge Nerven gekostet, eine Menge Zeit gekostet, eine Menge Geld gekostet. Aber am Ende hat er dann zum Glück eingesehen, auch, dass es das nichts bringt. So, ne? Ein paar Monate später war ich dann in Tschechien, da war es eh vorbei. Es tut mir auch so leid, was passiert ist. Ich dachte damals, ich tue das Richtige und es war falsch. Und noch heute respektiere ich André dafür, wie er sich geschlagen hat. Er hat nicht gejammert oder gebettelt und er ist zwar ins Krankenhaus, hat aber dort keine Anzeige gemacht. Er wollte das alles selbst klären und er hätte das auch. Am Ende, das weiß ich, das weiß er, hat er nur aus einem Grund verzichtet und zwar um seine Familie zu schützen. Er hat am Ende auf Rache verzichtet, das rechne ich ihm hoch an. Er hat die richtige Entscheidung getroffen, er ist ein Ehrenmann. Mich trifft, auch wenn Castetti der Auftraggeber war, eine fette Mitschuld. Ich kann mich da nicht rausreden und es sollte keine Begründung sein zu sagen, ich habe ja nur mitgemacht oder ich habe das ja nur für jemanden gemacht. Ich habe nur Befehle befolgt, könnte man sagen. Ey, ihr habt ein eigenes Gewissen. Demgegenüber müsst ihr Rechenschaft ablegen. Und wisst ihr, wie die Sache später doch noch vor Gericht kam? Obwohl Andrea keine Anzeige gemacht hat? Jahre später kam es noch vor Gericht? Die Kronzeugen. Sowohl der Professor, der von der Sache irgendwie mitbekommen hat, als auch Castetti haben gegen mich ausgesagt. Und in Castettis Aussage, da klang es schon fast wieder lustig, der Look, als ich kam rein und er fiel mir regelrecht auf den Schlagring. So in der Sinne hat er es versucht zu verkaufen. Und alles andere war ich. Ich war so schlimm, ich war so schrecklich. André wird als Zeuge auf meiner Verhandlung geladen sein, aber er taucht einfach nicht auf. Und am Ende bekomme ich für diese Geschichte, wisst ihr wie viel? 3 Jahre. Das ist nichts. Das fällt bei meiner Gesamtstrafe nicht ins Gewicht. Und das zeigt irgendwie bei einer Gesamtstrafe von 230 Jahren, wie
unwichtig dem Staat Menschen sind im Vergleich zu Geld. Aber wer hat denn jetzt das Geld? Naja, das Geld. Mann, die Lösung ist so einfach. Und ich habe den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen. Es ist einfach. Ein Tag nach der Aktion war Tommy plötzlich nicht mehr zu erreichen. Er hatte sich nach Griechenland abgesetzt, aber nicht allein, sondern mit seinem kleinen Bruder zusammen. Das ist es. Tommy hat einen verdammten Bruder. Und nicht er, sondern sein kleiner Bruder hat diesen Einbruch fingiert, in der Zeit, in der Tommy mit Castetti zum Zahnarzt gefahren ist. Es war so einfach. Ich habe es nicht gesehen. Die Story ist ein gutes Beispiel dafür, wie falsch man liegen kann. Ich habe meinem Freund vertraut, seinem Bauchgefühl plus einen Haufen Indizien. Gleichzeitig reg ich mich immer auf, wenn ein Gericht auf so einer Basis ein Urteil fällt, da bin ich der Erste, der rumschreit. Bei denen gefällt mir das nicht, aber ich selber war kein Deut besser. An der Stelle ein Tipp für alle, die sich in diesem Umfeld bewegt haben, bewegen. Erstens, verlasst dieses Umfeld. Zweitens, wenn ihr 100% hört, ihr könnt die Folge nochmal gucken und schauen, wie oft habt ihr gehört, 100%, 100% sicher, 100% sicher. Ihr könnt euch sicher sein, wenn jemand sagt, 100% sicher, dass da ist schon der erste Scheiß. Das kann schon nicht sein. Jeder, der jetzt schockiert ist, dass ich an solchen Dingen beteiligt war, in dem Fall vielleicht sogar der Haupttäter, es tut mir leid, dass ihr das hören musstet. Für mich war Gewalt damals normal. In diesem Fall hat sie einen Unschuldigen getroffen. Aber wisst ihr was? Es ist auch nicht besser, wenn es den Richtigen an diesem Tag erwischt hätte. Gewalt ist nie in Ordnung. Es ist nie in Ordnung, anderen weh zu tun. Und wenn ihr gerade in so einer Szene seid, in der sowas passiert, dann ändert euren Lifestyle. Es ist Mist. Es führt immer irgendwann dazu, dass ihr euch selbst verliert. André hat später einen anderen Weg eingeschlagen, einen geraden Weg. Und ich wünsche ihm von ganzem Herzen, dass er diesen Tag hinter sich lassen konnte. Wenn er mir verzeihen kann, bin ich froh und dankbar. Aber ich brauche seine Vergebung nicht, um mit mir im Reinen zu sein. Ich dachte damals, es ist in Ordnung. Ich weiß noch, ich sollte im Knast mal einen Opferbrief schreiben. Und ich habe das abgelehnt. Ich habe ihn nie als Opfer gesehen. Als Geschädigten ja, als Opfer nein. Er war so tapfer und stark und ich habe ihn bewundert und ich tue es heute noch. An dem Tag hat er einfach die schlechtere Hand bekommen. An dem anderen Tag war ich der, der es gekriegt hat. Ich wurde schon mehrfach überfallen, zerschlagen, erpresst. Wisst ihr? Die kriminelle Welt macht es keinem leicht und irgendwann erwischt es dich eben. Castetti, später unter mysteriösen Umständen ums Leben gekommen. Ihn gibt's nicht mehr. Ist tot. Tommy und sein kleiner Bruder, die lebten von da an fröhlich in Griechenland. Keine Ahnung, ob sie je wieder gekommen sind. Ich habe in Haft oft an seinen Gesichtsausdruck gedacht, als er im Auto für diesen kurzen Moment sicher war, dass er jetzt dran ist. Und im Nachhinein ist mir auch wieder eingefallen, wie Tommy damals so die Zimmertür geöffnet hat und reingeschaut hat und so. Und er so, ey, Leute, der hat doch das Geld bestimmt nicht, sonst würde er es doch hergeben. Und ich denke, ich so, was, würdest du es hergeben oder was? Nein, dann ab. Er wusste. Er hat dann noch so einen letzten Blick so auf André geworfen und irgendwie dann die Tür so geschlossen. Und er wusste, der kann das Geld nicht hergeben, weil er natürlich wusste, dass er selbst hat. Und es muss ein krasser Moment für ihn gewesen sein. So zu sehen, wie jemand bestraft wird für etwas, das man selbst getan hat. So ist es, wenn Gangster Recht sprechen. Ein paar Jahre später sitze ich in Stahlheim. Ich huste und schnief, weil ich seit Wochen krank bin. Im Winter immer krank dort. Und ich warte auf meine Verhandlung. Nächste Woche geht es dann los. Über 2,5 Jahre habe ich drauf gewartet. Und jetzt ist es soweit. Ich werde in dem Gerichtssaal die Möglichkeit haben, mich zu erklären. Zu erklären, wieso ich eine Minderjährige zum Drogenschmuggeln benutzt habe. Wieso ich mit einem Haftbefehl kiloweise Meth, Koks, Heroin, Hasch nach Deutschland gebracht habe. Wieso ich eine kugelsichere Weste trage, als ich verhaftet werde. Wieso ich eine geladene Waffe habe. Teilmantel, Vollmantel, Teilmantel, Vollmantel. Wieso lädt man seine Waffe so? Wieso ich André verletzt habe, der angeblich Geld gestohlen hat, Drogengeld. Und wieso ich die ganze Urhaft hindurch nicht mit der Polizei geredet habe. Wow, ich kann es kaum erwarten, das sieht das super für mich aus. Bald wird die Urhaft enden und die Strafhaft beginnen. Dass ich eingesperrt bleiben werde, ist klar, nur nicht für wie lang. Das war's für heute.
Wenn ihr noch nicht genug habt, schaut gerne auf Patreon vorbei. Dort mache ich einen Podcast mit meinem besten Freund zusammen, Jay. Der Podcast heißt Zeitreisen. Jede Woche gibt es eine neue Folge. Wir waren sehr, sehr lange zusammen eingesperrt und jetzt reißen wir gemeinsam Zeit in Freiheit ab. Danke an alle, die uns dort supporten. Ihr seid die Besten und die allerjüdsten von euch sind die Bosse aller Bosse und damit die Produzenten der heutigen Folge. Nina Stadlinger, Sabrina, putzt hier nur, Kamil Aurel, .359, Anja, Christina, Adam the Third, Tim Liese, Thorium 247, Philipp, BC, Lars ist am Start, Jade am Start, Ramon Rösmer, Matthias Trottmann, Tiara, die olle Hexe 61, Andreas Damen, Stars, Miguel Angel, Nini Pro, Santrax-de, Chris Strix, Chris Stixel vorbei, Harald Lang, Kevin Treter, Robert Kröber, Miss Tinibel, Akleia Euphrosina, Sascha M. und die liebe Michelle Jäggi. Das war's. Das ist mir echt schwer gefallen. Spart euch auch verurteilende Kommentare bitte. Ich habe 13 Jahre Haft bekommen. Bin raus für heute. Und das hier ist Marv. Marv. Ja, den kennt ihr vielleicht. Was sagst du, Marv? Wir beefen nicht. Richtig. Love you, bro. Love you, buddy. Weil dann wirst du nur extrem unsympathisch ab einem gewissen Punkt. Ja. Ich habe es als Performance gesehen, ja. Nämlich die gute alte Blutfäde. Fäde?